So, guys, shopping time. Wir nehmen nichts zu essen mit, aber wir keinen Platz mehr hatten im Auto. Einkauf ist da. Aber jetzt sind wir endlich verpflegt und jetzt kann es endlich losgehen zum Zeltaufbau. Mal kurz die Gürze. Die Gains am Saven. So, Freunde. Der zweite Tag ist nun angebrochen. Wir sitzen jetzt gerade noch hier im Zelt, sind gerade erst aufgestanden. So, ich würde sagen, ich zeige euch mal ganz schön unser Camp. Wir haben das jetzt aufgeschlagen, das haben wir ja gar nicht für euch festhalten können, weil die Akkus alle leer waren. Deswegen zeige ich euch das mal jetzt schnell. Moment. Es ist so klein. Franz und mich. Richtig heftig. Draußen stehen immer die ganzen Klamotten. Und ja, wir machen uns jetzt gerade ready. Heute ist ein Strandtag. Heute ist richtig gutes Wetter. Und wir machen jetzt gleich los an den Strand. Ich freue mich schon, ein bisschen Sonne tanken, ein bisschen surfen. Wird richtig fett, nehmen auf jeden Fall völlig auf. Jetzt hast du noch was gegessen, dann hol ich mir noch schnell in die Stadt und dann geht's auch schon ab zum Strand. So, das ist so der Campingplatz hier. Schaut euch mal an. Hier ist unser kleines Camp. Ich sehe gar nichts. Hier schläft Marco. Und hier schlafen wir hier unten. Und ja, das ist so der Campingplatz. Eigentlich ganz idyllisch. Hol ich mir jetzt gleich mal an den Strand und schau mal, was da so abgeht, ne? So, on the road to the beach. Wir haben es endlich gepackt, wir laufen jetzt los. Hauptsache wir schleppen unser halbes Inventar mit zum Strand. Franz, wie geht's denn dann dran? Nicht gut. Franz hat sich denn ein wenig verbrannt. Nur ein wenig. So, jetzt seht ihr wenigstens auch mal hier die Dünen. Das ist sehr weitläufig. Du kennst einen Tourguide werden, glaube ich, oder? So ein Reiseführer. Leute, ich sag euch, wenn ihr das den Weg zum Strand zum dritten Mal lauft, habt ihr schon gebocken auf den Scheiß. So, letzte Etappe zum Strand. Alter, das ist ja ein Akt. Akt der Möglichkeit. Alter, Cardio. Das ist eine ganz üble Geschichte, sag ich euch. Eine ganz, ganz üble Geschichte. Wir sind angekommen. Also von dem Strand her kann man nicht meckern, ne? Beschweren kann ich mich da ja weniger. So, kurzer Aufbau ist gleich. Boys! One look vor unserer Kamera. Ich sehe einfach gar nicht, was ich filme, aber das ist mir egal, ne? Some Beach Views! Chillig. Hey! Okay. Heute ist ein guter Tag, einer von den wenigen. Egal was ansteht, kann ich morgen noch erledigen. Denn diese ganzen Sorgen hier machen eh keinen Sinn. Volle Kraft voraus, Dicker, auch bei Gegenwind. Ja, das ist der Sommer deines Lebens. Nimm die Decke mit im Park, lass einen Holländischen drehen, bis die Sonne untergeht und dann aufgeht, wir bleiben wach. Es ist Sommer in meiner Stadt. So Leute, für alle, die kein Meer hatten diesen Sommer oder auch kein Meer haben werden, weil sie nicht in Urlaub können. Ich gebe euch jetzt mal ein bisschen Urlaubsfeeling, okay? So, ich würde sagen, jetzt wird erstmal ein Stündchen Pause gemacht und dann gucken wir mal, was wir so machen können hier, was wir Schönes anstellen können. So Freunde, wir starten jetzt mal eine kleine Aufnahmesession mit der großen Kamera. So, auf jeden Fall sind wir jetzt hier bei am Strand, schön, und gönnen uns ein wenig, da ist noch Platz, wie man sehen könnt. Natürlich keine Sau hier drumherum, ist auf jeden Fall schön leer, hier geht ja niemand auf den Sack. Und Tom und Marco probieren jetzt auf jeden Fall erstmal Klippstein beim Skinboarden aufzunehmen mit der Steadicam. Da aber leider zu viel Wind herrscht, wie ihr auch schon wahrscheinlich in der Sprache merkt, wird das wohl hier nicht so einfach sein. Aber
gegenüber studieren, gell? Lass mal die zweimal machen. Sind wir wieder am Set? Ja, das ist echt scheiße. Das ist eigentlich ganz viel, viel cooler für mich. Der Wind macht die Steadicam gerade leider etwas unbrauchbar.